Rundfunkfritzen, Fernsehaffen und Schallplattenheidis. Alle in einen Sack stecken und draufhauen. Triffst immer den Richtigen. Medienlümmel! Diese erste Stellungnahme aus dem Heizungskeller des Claudia-Schiffer-Gymnasiums kommt von Hausmeister Gustav Gnöttgen. Mit dem Erscheinen der CD Neues aus Stenkelfeld blickt er zurück auf monatelange vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Korrespondententeam vom Rundfunk. Ja, guck, jetzt habt ihr es geschafft, wa? Erst strampelt ihr hier monatelang bei uns durch die Vorgärten und jetzt wollt ihr mit eurer Hetzkampagne auch noch den dicken Reibach auf Schallplatte machen, wa? Ja, guckt ihr die Dinger doch an, alles Plastik, das ist Sondermüll. Soll ich nachher wieder beigehen und die aus der Aschtonne sammeln? Was? Machen Sie das? Schwer verständlich die Reaktion von SPD-Bürgermeister Ölge Möller auf den brandneuen Tonträger. Sein Statement, im Original Stenkelfelder Plattdeutsch gehalten, bedarf, wie sämtliche seiner Äußerungen, stets der Übersetzung. Lügen, Dreckschmieden, Öbel nachsammeln, Gülle kippen. Einige Sachverhalte scheinen mir etwas überzeichnet zu sein. Daher appelliere ich an meine Mitbürger, diese CDs so schnell wie möglich aus den Geschäften herauszuholen, bevor sie in falsche Hände geraten. Dass ich selbst mit 25% am Verkauf beteiligt sein soll, ist eine böswillige Verleumdung. Ich will was mit 25% empören. Ölge Möllers schärfster Widersacher auf der kommunalpolitischen Bühne ist CDU-Oppositionsführer Heinrich Oertel, ehemaliger Besitzer eines Autohauses und Vorsitzender des Stenkelfelder Gewerbevereins. Die CD Neues aus Stenkelfeld ist aus seiner Sicht überfällig. Du wart die Ölge Möller nicht dümmer von. Wir habt ihr noch gestern Abend aus dem Brett gepackt. Diese sachliche Dokumentation wird hoffentlich dazu beitragen, Filz- und Vetternwirtschaft im Umfeld des amtierenden Bürgermeisters zu entlarven. Wir vom Stenkelfelder Gewerbeverein unterstützen die Verbreitung dieser CD. In meinem Autohaus gehört dieses Album bereits jetzt zum Lieferumfang eines jeden Neuwagens. Aus dem Blickwinkel des Wissenschaftlers kommt das Urteil von Stenkelfelds Universalakademiker Dr. Bröhrmeier. Der rührige Forscher, Inhaber sämtlicher Doktortitel, macht aus seiner vorbehaltlosen Anerkennung für diese CD kein Hehl. Ja, was mich aufrichtig begeistert, ist die Fülle von Verwendungsmöglichkeiten, die hier auf uns einstürmt. Man denke an das Freikratzen der vereisten Windschutzscheibe. Ein wackelnder Tisch ist mit einem Handgriff stabilisiert. Und mit dem Tonträger selbst haben Sie eine kreisrunde Schablone beim Zeichnen und Malen. Erfreulicherweise wurde auch an den Umweltschutz gedacht. Diese Kompaktdisk verbrennt bei einer Flammtemperatur von 912 Grad praktisch rückstandsfrei. In der prominenten Siedlung im Stenkelfelder Ortsteil Schmöllerheide finden wir die Paradiesvögel des Landkreises. Die wohl schillerndste Figur ist der TV-Entertainer Jean-Jacques Gelee, Erfinder zahlreicher Spielshows, der nach einem flüchtigen Blick auf CD und Hülle feststellt: Ein hochwertiger Tonträger aus dem Hause EMI. Kreisrund mit einem schicken Loch in der Mitte passt er wie maßgeschneidert in jeden CD-Player. Der fesche Silberling ist eingebettet in eine geschmackvolle Plastikbox mit vier Ecken und einem durchsichtigen Deckel im topmodischen Polyacryl-Look. Komplett mit einem vierfarbig bedruckten Begleitheftchen und praktischem Schnappverschluss hat dieser Trostpreis leider nur einen ideellen Restwert von 29,95 Mark. Im Vertrauen. Wann ich sie wäre, würde ich 270 drauflegen und besser ein E kaufen. Zu guter Letzt darf sich Stenkelfeld rühmen mit Ralf Sögel, Deutschlands bedeutendsten Komponisten für volkstümliche Stimmungsschlager, zu seinen Einwohnern zählen zu dürfen. Im harmonischen Zusammenwirken mit dem Fanfarenzug des Landfrauenverbandes Sottrup hat natürlich auch Sögel einen Beitrag zur CD. Ja, mein Beitrag zu der CD. Kommt von Herzen und tut nicht weh, wenn am weißen Palmenstrand die Sonne lacht, werden Hits für Verliebte gemacht. In den Bergen, da blüht der Wein, hör dieses Lied und lass die Sorgen gewesen sein. Und jetzt aber mal alle zusammen hier, jawohl, werden Hits für Verliebte gemacht. So, nochmal Lektion 2. Bleibt da von der Heizkörper weg. Macht ihr die Tür zu Hause auch mit dem Fuß auf? Guckt ihr doch die Kratzspuren an. Die Grünanlagen sind hier keine Müllhalde. Mit Straßenschuhen kommt mir keiner in die Turnhalle. Rhetorik für Hausmeister heißt das neue Seminarangebot,
hier in der Jürgen-Koppelin-Bildungsstätte. Neben mir Institutsleiter Friedhelm Pötter, der den Unterricht diesmal an einen kompetenten Gastreferenten abgetreten hat. Herr Pötter, um wen handelt es sich? Nun, wir konnten für diese Veranstaltung mit Gustav Gnöttgen vom hiesigen Claudia-Schiffer-Gymnasium einen der gefürchtetsten Hausmeister Deutschlands gewinnen, nicht wahr? In den 30 Jahren seiner Tätigkeit hat er sich um zahlreiche Schulverweise wegen ruhestörenden Lärms verdient gemacht, sowie mehrere Versuche von aufkeimendem Vandalismus, wie zum Beispiel Betreten der Rasenfläche oder auch Türenknallen, erfolgreich unterbunden. Aber fragen Sie ihn doch am besten mal selber eben. Herr Gnöttgen, kommen Sie mal eben. Der Herr ist vom Rundfunk hier. Ach, Sie sind der Rundfunkfritze mit dem NDR-Wagen? Ja, ja. Ja, da können Sie nicht stehen bleiben. Das ist die Feuerwehrzufahrt. Können Sie keine Schilder lesen? Ja, ja, nein. Eine Frage vielleicht. Worum geht es in Ihrem Kurs? Ja, das will ich Ihnen sagen. Es geht darum, dass sämtliche öffentlichen Gebäude wie Schulen, Behörden und Mehrzweckhallen geschützt werden vor Hippies, Rockern und Rabauken, die alles nur beschmutzen und kaputt machen wollen. Eine Aufgabe, die Umsicht und Fingerspitzengefühl erfordert. Ja, und das geht schon los mit Ihrem langhaarigen Tonheini da hinten. Lehnt da an der frisch gemachten Wand mit seiner fettigen Jacke und scheuert da mit dem Gummikabel dran rum. Da soll ich nachher wieder dabei gehen und alles neu malen, oder was? Oh, entschuldigen Sie, Herr Gnöttgen, eine letzte Frage vielleicht noch. Wie setzt sich hier Ihr Teilnehmerkreis zusammen? Nun, das sind alles Hausmeisterkollegen hier aus der Region, die auffällig geworden sind, weil die noch zu lasch rangehen. Nicht? Oder glauben Sie etwa, mit so einem freundlichen Gesäuse nehmen irgendwelche Fliegel ihre Fettfinger von den Glastüren weg? So, und jetzt ist Schluss hier, weil ich muss weitermachen. Sie sehen ja selbst, was hier für eine Unruhe entsteht. Ich gucke da hinten jetzt schon wieder los. Belzner, rauchen können Sie zu Hause oder wäscht Ihre Frau hier die Gardinen. So viel zunächst hier vom Bildungsseminar für Hausmeister und damit zurück ins Funkhaus. Und trampelt mir dabei nicht wieder über den Rasen! Letzter Spieltag der Hinrunde in der Kreisklasse B. Insgesamt 317 zahlende Zuschauer drängen sich bei den Partien VfR Stenkelfeld gegen Germania Struchtrupp, TuS Heringsmoor gegen Frisia Ankomersiel sowie bei der Concordia aus Hachmannsfeld, die auf die Elf der Spielvereinigung Önkel trifft. Wer wird Herbstmeister? Wir blenden uns ein in die Schlusskonferenz und rufen Günther Mönz an der Dr. Bröhrmeier Kampfbahn in Stenkelfeld. Zufriedene Gesichter im weiten Rund hier in Stenkelfeld. Nachdem vor wenigen Minuten sage und schreibe 43 wohlduftende Thüringer Bratwürste in einer Direktabnahme vom Grill gezogen wurden. Und jetzt, da nur noch wenige Minuten zu braten sind, gilt für Emma Göttemöller hier am Wurststand, hinten langsam dicht machen und vorne nichts mehr anbrennen lassen. Sie stand während der gesamten 90 Minuten eigentlich immer goldrichtig, überbrückte die Freiräume auf dem Rost, geschickt mit schnellen Frikadellen und griff auch beherzt da ein, wo es weh tut. Zum Beispiel in der 44. Minute, als ihr nach einem Stellungsfehler eine lange, dünne Schinkenwurst unhaltbar in die Holzkohle rutschte. Ja nun, sie kann hier in der Schlussphase ganz befreit aufgrillen, damit zunächst zurück ins Funkhaus. Jawohl, da ist offensichtlich alles gelaufen in Stenkelfeld. Aber wie sieht's beim TuS Heringsmoor aus, wo ja zuletzt das Toastbrot ausging, Carsten Gröll? So um die 2, 3, vielleicht auch 4 Bier sind hier noch zu trinken, falls Bia Bölter nicht noch nachzapfen lässt. Es gab einige Unterbrechungen in der zweiten Hälfte, als, Sie sagten es bereits, hier das Toastbrot ausging und nach einer wütenden Attacke der Gäste hier der gesamte Stand zu kippen drohte. Danach viel Hektik im Grill, es brannte an allen Ecken und Enden, da fehlte die ordnende Hand. Völlig unverständlich dann die Auswechslung der bis dahin starken Schinkengriller gegen die zuletzt enttäuschenden Rippchen. Auch die Buletten ohne den rechten Biss, insbesondere vom teuren italienischen Senf hatten die 45 Zahlenden hier deutlich mehr erwartet. Wieder und wieder wurde hier in Sprechhörn die Hereinnahme von Schaschlik gefordert, der jedoch, so Bia Bölter vor der Partie, bleibt in der Tüte und soll für das Pokalspiel am nächsten Wochenende geschont werden. Immerhin, und das als kleiner Lichtblick, sind die Thüringer hier nicht vom Pappe, sondern vom Porzellanteller. Bia Bölter ist ja seit Anfang Oktober spülberechtigt. Jetzt wieder ein harmloses Geplänkel in der Cola-Kiste. Da ist mittlerweile doch viel Leergut im Spiel und da heißt es aufpassen. Explosion! Explosion! Ich höre gerade Explosion in Hachmannsfeld. Schnell die Schaltung hinüber zu Kurt Pölzner. Ja, da hat es Rums gemacht. Padauz! Da hat die dicke Minna Pötter 3-4-mal zu viel an dem brüchigen Propanschlauch gewackelt. Und so was wird bestraft im Kreisliga-Fußball. Da zischt erst eine ganz flache Stichflamme unter die Koteletts. Minna Pötter eine Sekunde unaufmerksam und dann geht der ganze Grill hoch hier wie Willem Oegemöller nach einer Wahlniederlage. Und jetzt hängt hier der Himmel voller Bratwürste.
Was hatte es im Vorfeld für Diskussionen gegeben um diesen alten Gasgrill aus Opas Zeiten? Noch vor dem Anpfiff hatte Manager Oeckel die Frau Pötter beschworen, bin an die Holzkohle. Aber so ist das im Fußball. Die Frikadelle ist rund und ein Pilz dauert 7 Minuten und bupp, aus der Traum. Stenkelfeld ist Herbstmeister, zurück ins Studio. Die Galerie Stenkelfeld präsentiert 100 Meisterwerke. Heute die Autobahnbaustelle entlang der A7 zwischen den Anschlussstellen Kaltenkirchen und Neumünster-Wittorf von der Diekelhoff und Schröder KG und dem Ingenieurbüro Wittmann. Der alte Wittmann ist mir stets ein Rätsel geblieben, sagte einmal dessen Haushälterin. Immer wenn er eine neue Baustelle begann, wusste er nie im Voraus, wann und wie sie einmal enden würde. Diese liebevoll naive Aussage einer frühen Zeitzeugin erfasst das künstlerische Wollen Felix Wittmanns in einem Satz. Bereits im Jahre 1912 schuf der Elementarkünstler mit seinen Ausschachtungsarbeiten am Pankower Kreisel das bis auf den heutigen Tag meist bewunderte Verkehrshindernis Berlins. Nach vielen Jahren rastlosen Umgrabens verschiedener Neubaugebiete erfüllte sich Wittmann seinen alten Lebenstraum und verwirklichte seine Vision von einer zeitlosen Großbaustelle an der Autobahn 7. Ein Werk, das Wittmann selbst als ein Monument der Unnachgiebigkeit verstanden wissen wollte. Nur der strengen Zurückhaltung der Baufirma Diekelhoff und Schröder ist es zu verdanken, dass uns das Kunstwerk bis heute unberührt erhalten geblieben ist. Auch nach all den Jahren erdrückt das Gesamtmotiv den Betrachter mit wuchtig aufgetürmten Bergen gelben Sandes. Spielerisch verfaultes Schalholz umschmeichelt wie zu einer Liebeswerbung verrostete Stahlmatten in geborstenem Beton. Öl- und Reifenspuren von schwerem Gerät verlieren sich endlos in Lehm und Geröll. Aber Wittmann wäre nicht Wittmann, wenn er der vordergründigen Rohheit der Installation nicht unmittelbar pittoreske Kontraste gegenübergestellt hätte. Wie zufällig flattert ein rot-weißes Absperrband im Wind, ein gelber Schutzhelm pendelt verloren am Schaltgestänge einer längst verlassenen Dampfwalze. Wittmanns Werk genießt den Ruhm, den es verdient. Es gilt heute, so der Göttinger Kunsthistoriker Professor Oswald Ziegler, als das Disneyland der Avantgarde. Kilometerlange Besucherströme werden Jahr für Jahr in einer werkgerechten, einstreifigen Verkehrsführung im Schritttempo durch das Arrangement geleitet und durch in die Fahrbahn eingesenkte, reflektierende Metallnoppen immer wieder mahnend aufgerüttelt. Felix Wittmann ist gegangen. Seine Baustellen werden bleiben. Rechtzeitig zum Jahresende ist es da, das neue Seminarangebot der Jürgen Koppelin Bildungsstätte. Hier auf der Pressekonferenz in der alten Struchtrupper Mühle wird Institutsleiter Friedhelm Pötter in wenigen Minuten das Kursangebot erläutern. Herr Pötter, könnten Sie vielleicht vorab für NDR 2 schon mal sagen, wo im nächsten Jahr die Seminarschwerpunkte liegen? Nun, das besondere Gewicht liegt in nächster Zukunft auf dem Gebiet der Ökopathologie durch Seinsfindung und Selbstverachtung. Dabei setzen wir 3 verschiedene Hauptschwerpunkte. Erstens Esoterik, Befehle aus dem Nichts. Zweitens Umwelterfahrung außer Haus. Und Sinnestäuschungen durch Baumwolle. Durch Baumwolle. Aha, ja. Auffällig im neuen Programm die hohe Zahl an sogenannten Selbsterfahrungsgruppen. Welche Angebote machen Sie da im Einzelnen? Ja, das ist richtig. Die Selbsterfahrung steht bei uns im Vordergrund. Oder einfacher gesagt, das bewusste Verdrängen der kontraisotonischen Metrik des Verlustes an sich. Ach so. Und anderen. Aha. Zum Beispiel in dem Seminar Nüsse knacken und verzehren, wo der schmerzhafte Verlust eines Naturgutes im Verzehr einmal ganz bewusst durchlebt wird. Ähnliches gilt für die Kursangebote Abwarten und Tee trinken, sowie Schilf kauen und verdauen. Ja, was auch sonst. Schauen wir doch mal in einen weiteren Angebotsbereich, Stichwort Lustbewältigung in der Vergelltherapie. Ja, hier sensibilisieren wir ganz gezielt die Wahrnehmungsfähigkeit in Alltagssituationen. Ein Beispiel vielleicht mal von vielen, das Selbsterfahrungsseminar Benzin trinken und leiden
oder auch der Selbsthilfekreis Leben mit Karies. Diese Gruppe trifft sich bei uns ganz spontan nachts sowie an Wochenenden und Feiertagen. Ne? Nicht zu vergessen die Herbstaktion Pilzebraten und Symptome raten, wo auch mal in spielerisch heiterer Weise die Wirkung der Natur auf den Menschen erfahren wird. Ne? Ja, Herr Pötter, in den vergangenen Jahren erfreuten sich insbesondere die Workshops steigender Beliebtheit. Was haben wir da im nächsten Jahr zu erwarten? Lassen Sie mich aus der Fülle des Angebots nur einige wenige Höhepunkte herausgreifen. Da sind zum einen die bewährten Klassiker Nackttöpfern mit Teerklumpen, Holz fühlen und atmen und natürlich wieder bewusst singen mit Ralf Sögel. Dazu kommen Seminare außer Haus, die wir neu aufgenommen haben. Viel beachtet schon jetzt Wege aus der Geduld, eine Veranstaltung auf dem Flur der Kraftfahrzeugzulassungsstelle. Oder auch Abfälle ertasten und bewegen auf dem Schulhof unseres Gymnasiums. Ein Seminar, zu dessen Leitung sich Hausmeister Gnöttgen freundlicherweise bereit erklärt hat. Der absolute Schlager, und das zeigen die Trends, liegt auch in diesem Jahr wieder im Bereich Küche und Sanitär. Da haben wir jetzt schon 500 Anmeldungen. Das Seminar heißt Leckere Cocktails mit Eigenurin. Ja, ich glaube, wir sollten das an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Das war's vom neuen Seminarangebot der Jürgen Koppelin Bildungsstätte. Zurück ins Funkhaus. Schwerer Baustellenlärm beherrscht seit Wochen das Altbausanierungsgebiet Bölterkamp. Anlass für einen Musterprozess, der morgen vor dem Landgericht Stenkelfeld beginnt. Prozessbeteiligt ist die Immobilienfirma Stengel und Oelkers. Neben mir steht Geschäftsführer Hartmut Oelkers. Herr Oelkers, wie viele Anwohner haben denn hier gegen den Baulärm geklagt? Was? Ja, meine Frage war, wie viele... Warte mal, man versteht ja sein eigenes Wort nicht mehr hier. Hey, hör mal auf! Ja, der Prozess, wer hat denn da im Einzelnen gegen Sie geklagt? Ja, guck, da kann man mal sehen, wie ihr wieder informiert seid, nicht? Ich führe hier den Prozess. Aha, ach so, und gegen wen? Ja, das will ich Ihnen sagen, gegen Diskotheken, Heinis und Schallplattenfritzen, die sich an unseren Baustellen eine goldene Nase verdienen. Völlig klar, Herr Oelkers, könnten Sie mal den Zusammenhang erläutern? Ja, also diese Leute lungern hier auf den Baustellen rum, bauen Mikrofone und Tonbänder auf und stören den ganzen Betrieb und machen mit unseren kostenlosen Geräuschen den dicken Reibach. Und das hört mir auf. Eine massive Anschuldigung. Können Sie das beweisen? Ja, was glauben Sie denn? Hier zum Beispiel. Können Sie mal hören, ich habe eine Kassette. Also das ist unsere U-Bahn-Baustelle in Leipzig 1989. Da sind wir gerade beim Aussteppen mit der Kettenramme. Schön zu hören, der Transformator und da im Hintergrund der Alfred beim Schalholznagel. Ja, habe ich gestern zufällig im Radio wieder gehört. Ich denke, mich trifft der Schlag und jetzt kommen Sie. Und Sie meinen, dass dieser Beweis ausreicht, um in dieser Form... Ja, ich habe noch ganz andere Beweise. Hier, mach mal die Ohren auf. Was? Hören Sie das? Ja. Was? Das sind Originalaufnahmen vom Spundbandsetzen im Struchtrupper Kanalhafen. Was? Hören Sie das? Ja. Dampframme Ferguson 900, 37 Sumpfpumpen und dann die Kaltstahlwalze. Was? Ja, das ist in der Hitparade. Meine Baumaschine und ich gucke in die Röhre. Das wird ein spannender Prozess werden morgen. So viel hier von der Immobilienfirma Stengel und Oelkers, den Erfindern der Technomusik, und damit zurück ins Funkhaus. Ja, ich wollte was mit Musik. Herbert, fertig! Vorfahrt für die Vernunft, umsteigen auf Bus und Bahn heißt die wegweisende Preisoffensive der Deutschen Bahn, die mit attraktiven Tarifangeboten dazu beitragen soll, dem Verkehrsinfarkt auf Landstraßen und Autobahnen Einhalt zu gebieten. Ab heute beginnt im Hauptbahnhof Stenkelfeld der Kartenverkauf mit zum Teil sensationellen Preisnachlässen. An Schalter 2 wird der Reisende von Bahnoberbetriebswart Ronald Bröchterbrake bedient. Herr Bröchterbrake, wie sieht die Aktion im Einzelnen aus? Ja, also das Wichtigste ist, dass Sie ab jetzt mit der grünen Saisonkarte im Streckennetz Sögel-Antwerpen an katholischen Feiertagen nach 24 Uhr mit einer 15-köpfigen Reisegruppe mit maximal 2 Damen zuschlagfreien Anschluss an die Klütenbahn bis Hasefeld haben. Ne? Und jetzt kommen Sie. Ach so, vielleicht machen wir es doch mal an einem etwas einfacheren Beispiel fest. Welches Angebot könnte mir die Bahn beispielsweise heute Morgen für die Fahrt nach, sagen wir, Wiesbaden machen? Was wollen Sie da denn? Einfach so als Beispiel. Also, einfache Fahrt Stenkelfeld-Wiesbaden, wollen wir mal sehen.
Da gilt im November der Honeymoon-Tarif, allerdings ohne Gepäck. Wie heißt Ihre Braut denn? Ich bin leider schon verheiratet. Ja, dann würde ich an Ihrer Stelle heute gar nicht fahren. Da warten Sie mal bis Montag. Da gilt unser Sonderticket Fahrt ins Graue. An ungeraden Werktagen im Schaltjahr außerhalb der Schulferien als Begleitperson von mindestens 20 Waisenkindern. Käme das in Frage? Eher nicht. Ich meine, Waisenkinder wüsste ich jetzt nicht. Ja, dann fahren Sie doch einfach am Sonntag, 4.17 Uhr ab Struchtrupp, zum ganz normalen Astro-Senioren-Trempertarif bis Schöffengrund. Das ist allerdings ein Sackbahnhof, da haben Sie zwei Übernachtungen. Am Dienstag dann 16.12 Uhr mit dem Intercity Bembelblitz fahren Sie direkt durch bis Wiesbaden. Ankunft 20.03 Uhr auf Gleis 1. Müssen Sie aber am selben Tag noch zurück, das wäre dann 20.12 Uhr. Auf Gleis 24, das kann man schaffen. Macht zusammen 74 Mark. Oh ja, das wäre ja ganz günstig. Wie war das? Senioren-Tremper? Senioren-Astro-Tremper-Ticket. Gilt für wiedergeborene Handwerksmeister über 75 mit bis zu 4 Rucksäcken ohne Gepäckzuschlag. Aber ich sehe gerade, nur donnerstags. Herr Bröchter-Brake, angenommen, ich wäre nicht in den Flitterwochen, hätte keine 20 Waisenkinder zu betreuen, wäre kein greiser Handwerksmeister und möchte einfach so ohne Rucksäcke nach Wiesbaden, und zwar heute. Bitte, bitte, 970,50 Mark, aber ohne Sitzplatzanspruch. Und das nennen Sie billig? Ja, glauben Sie, wir machen für jeden verkorksten Sonderling einen Billigtarif? Nein, das geht natürlich nicht. Und damit zurück hier vom Hauptbahnhof Stenkelfeld ins Funkhaus nach Hamburg. Ja, könnten Sie mit der Cargo-Karte 15.09 Uhr bis Freihafen, das ist allerdings in der Bullenbox vom Viehcontainer. Ach was. Wenn heute Muttertag wäre. Ruhe jetzt, wir sind hier gleich auf Sendung. Aufgepasst und hingesetzt, ich werd hier noch verrückt und alle... Nein, Herr Sögel, bitte. Wir sind heute zu Gast bei Ralf Sögel, Deutschlands einzigen Komponisten für Stimmungs- und Karnevalsmusik. Ralf Sögel, was die wenigsten wissen, Sie haben in den letzten 30 Jahren sämtliche bekannten volkstümlichen Schlager verfasst, sind inzwischen natürlich mehrfacher Millionär. Herr Sögel, wie erklären Sie sich selbst Ihren Erfolg? Erfolg ist, wenn man trotzdem lacht. Erfolg ja. Wird über Nacht gemacht. Sicher. Drum, Leute, hört mir zu. Herr Sögel, entschuldigen Sie, wenn ich kurz unterbreche, aber eigentlich wollten wir ja kurz ein kleines Interview machen. Ja. Herr Sögel? Ja, so ein kleines Interview. Das hören die Leute gern, ja. So ab und zu. Sie sagen es, Herr Sögel. Trotzdem, Herr Sögel, bitte eine Frage. Man weiß, dass Sie pro Tag zwischen 20 und 30 volkstümliche Stimmungshits komponieren. Erklären Sie unseren Hörern doch mal, wo Sie die vielen, vielen Ideen hernehmen. Ja, das will ich hier überhaupt nicht erklären. Nicht? Wenn ich das verraten würde, dann sitzen mir doch übermorgen die Nachahmer im Kragen. Nur so viel als volkstümlicher Künstler müssen Sie Ihre Lieder aus dem wahren Leben herausgreifen. Da brauchen Sie Erfahrung, den richtigen Riecher für die Melodie und eine Plattenfirma ohne Hemmschwelle. Nicht? Und das alles haben halt nur die wenigsten. Wie lange brauchen Sie denn beispielsweise für einen Schlagertext? Ja, also ich sage immer, mit einem guten Text ist es wie mit einem guten Bier. Für beides braucht man 7 Minuten. Das geht ja recht fix. Doch manchmal geht auch nix. Herr Sögel, bitte. Dann fällt dir gar nichts ein im stillen Kämmerlein, denn mit dem Text, mit dem Text, da ist es manchmal wie verhext. Ja, ich glaube, das hat keinen Zweck mehr hier, Herr Sögel. Das können wir dem Gebührenzahler nicht länger zumuten. Wenn der Gebührenzahler wüsste, was so ein Rundfunkmann verdient. Nix. Rauf mit den Quoten, nix für Idioten. So, ja, jetzt reicht's hier, Herr Sögel. Zurück ins Funkhaus. Im alten Funkhaus am Elbestrand. Mein Gott, nun dreht ihm doch den Saft ab. Stecker raus, Mensch! Macht irgendwas! Dienstag, 14. Dezember, 19.56 Uhr. In der festlich geschmückten Werkstatthalle des Autohauses Oertel im Gewerbegebiet Stenkelfeld treffen die ersten Belegschaftsmitglieder zur Weihnachtsfeier ein. 20.16 Uhr. Nach einem Tusch der Zweimann-Kapelle Die Avocados aus Foxtrupp vergisst Seniorchef Heinrich Oertel in seiner unbeholfenen Begrüßungsansprache die obligatorischen Dankesworte an den Festausschuss. Ein Fehler,
der sich noch rächen soll. 20.30 Uhr. Werkstattleiter Düwelskirchen entfacht unter den Angestellten eine latente Angriffsbereitschaft gegen den Partyservice Westerkamp. Ein halbherziger Schlichtungsversuch von Seniorchefin Marie Oertel mit dem Hinweis, die gereichte Rinderkraftbrühe sei immerhin schön heiß, stößt ins Leere. Die hämischen Nörgeleien am Essen nehmen zu. 21.03 Uhr. Die Avocados drohen erstmals mit dem Abbruch ihres Auftritts, nachdem sich Altgeselle Horst B., beflügelt durch den hastigen Genuss von 11 Gläsern Glühwein, mit einem herumliegenden Bolzenschneider an den Lautsprecherkabeln der Gesangsanlage zu schaffen machte. Zuvor war sein Musikwunsch »Alte Kameraden« von der Kapelle mit hämischem Grinsen ignoriert worden. 21.58 Uhr. Bürolehrling Kerstin B. verrichtet mit hochrotem Kopf ihre Notdurft auf dem Rücksitz eines Kundenfahrzeugs. Der Grund: seit 21 Uhr ist die einzige Damentoilette der Firma besetzt. Seitdem fehlen auch, wie jetzt auffällt, der smarte Juniorchef Peter Oertel und eine junge Angestellte aus der Reparaturannahme. 23.14 Uhr. Lagerist Walter K. aus der Ersatzteilausgabe erörtert am Telefon mit seinem Anwalt die Chancen einer Verleumdungsklage gegen den Urheber des ihm gewidmeten Julklapp-Gedichtes mit der Textzeile »Am Teiletresen Mittelschicht steht hier das dümmste Sackgesicht«. Zeitgleich ermittelt Seniorchef Heinrich Oertel hasserfüllt den Absender eines ihm zugedachten Geschenkkartons mit ca. 4 Pfund gefrorenem Hundekot. Die Veranstaltung droht zu kippen. 0.41 Uhr. Eine Gruppe von Kfz-Lehrlingen bedroht den Organisten der Avocados, Knut R., mit einem 24er Maulschlüssel, weil die zuvor erzwungene Darbietung eines AC/DC-Titels viele Wünsche offen ließ. Minuten später zerfetzt die Kurbelwelle eines Mercedes-Transporters das neuwertige Instrument von Avocado-Schlagzeuger Sascha P. Fortan kommt die Musik vom Plattenspieler. 1.07 Uhr. Während der völlig betrunkene Juniorchef unter dem Gejohle der Verkaufsabteilung das schwarze Spitzenhöschen der jungen Angestellten aus der Reparaturannahme vor der nun frei gewordenen Damentoilette amerikanisch versteigert, gerät ein altes Innungskunststück mit zwei Schneidbrennern und einer alten Bremsleitung, vorgeführt von Werkstattleiter Düwelskirchen, außer Kontrolle. Die Explosion des Tanklagers ist bis ins Stadtzentrum zu hören. 1.35 Uhr. Die Bergungs- und Löscharbeiten im Autohaus Oertel kommen wegen Personalmangels nur mühsam voran. Große Teile der Rettungsmannschaften sind bereits auf Weihnachtsfeiern in umliegenden Ortschaften im Einsatz. 3 Uhr. Schließlich gelingt es einer Hubschrauberbesatzung des THW, durch das Dach der Werkstatthalle den Altgesellen Horst B. aufzunehmen, der bis zuletzt mit einem abgebrochenen Scheibenwischer am Plattenspieler Alte Kameraden dirigierte. 5.28 Uhr. Das Gewerbegebiet Stenkelfeld ist nicht mehr. Die rauchenden Trümmer des Autohauses Oertel sowie des benachbarten Getreidehandels sind stumme Zeugen eines festlichen Beisammenseins von Menschen. Menschen wie du und ich, die nur mal im Kollegenkreise weihnachtlich feiern wollten. Jetzt nochmal alle zusammen, Lektion 4, letzter Absatz und... Guten Tag! Nehmen Sie bitte Platz. Darf ich Ihnen beim Ausfüllen helfen? Bitte. Danke. Auf Wiedersehen. Wir befinden uns hier in der Jürgen-Koppelin-Bildungsstätte in Stenkelfeld, wo seit heute früh ein beachtliches Pilotprojekt unter Federführung des Deutschen Beamtenbundes stattfindet. Das Seminar »Der Kunde als Mensch, der Mensch als Kunde« wird geleitet von Betriebsinspektor AD Friedhelm Pötter, fiel noch im Gedächtnis als Beamter des Jahres 1954, als er einer 89-jährigen Antragstellerin im hiesigen Straßenverkehrsamt einen Stuhl anbot. Herr Pötter, soeben wurden wir Ohrenzeugen einer kleinen Sprechübung im Anfängerkurs. Wie setzt sich der Teilnehmerkreis zusammen? Nun, wir betreuen hier eine Gruppe von verhaltensauffälligen Beamten mit dem Ziel, diese Kolleginnen und Kollegen nach Beendigung des Lehrgangs ohne Gefahr für den Bürger wieder in ihren Ämtern aufsetzen zu können. Die Teilnehmer haben soeben den ersten Seminartag hinter sich gebracht. Können Sie schon etwas über die Erfolgsaussichten sagen? Ja, es gibt erste ermutigende Anzeichen für einen grundlegenden Wandel der inneren Einstellung gegenüber dem Bürger. Hier zum Beispiel der Kollege Hasso Oelkers vom Finanzamt Mitte. Ruhig, Hasso, das ist nur der Mann vom Rundfunk hier. Also Herr Oelkers war heute zweimal kurz davor, die Eintragung eines Freibetrages auf der Lohnsteuerkarte in Aussicht zu stellen.
obwohl die Testperson ihre Steuernummer nicht auswendig kannte. Damit ist er seiner Gruppe natürlich weit voraus, ne? Herr Oelkers, darauf können wir aufbauen. Ja, sehr beeindruckend, Herr Pötter, aber doch wohl eher die erfreuliche Ausnahme als die Regel. Das ist richtig. Wir haben hier natürlich auch Problemfälle. Wie hier den Herrn Görtemöller vom Hauptpostamt 6. Wir versuchen ihn in kleinen Schritten daran zu gewöhnen, dass er am Paketannahmeschalter bei wenig Publikumsbetrieb auch schon mal Einzelbriefmarken verkaufen kann. Das will er nun nicht wahrhaben. Wir konnten allerdings vorhin schon einmal beobachten, wie er ein Paket mit der Aufschrift zerbrechlich nicht ganz so doll geworfen hat. Wir hatten eben in der letzten Lektion einen DIN A4-Umschlag mit dem Vermerk »Wichtige Dokumente nicht knicken«. Den hat er dann aber doch wieder so ein bisschen stramm gefaltet. Aber nun ist ja auch gerade mal der erste Tag. Nee, Herr Görtemöller, da arbeiten wir noch dran. Herr Pötter, gibt es denn auch hoffnungslose Fälle, von denen Sie sagen würden, ihn oder Sie können wir also auf gar keinen Fall wieder ins Amt freilassen? Mit dem Begriff hoffnungslos sind wir hier sehr vorsichtig. Natürlich gibt es im Einzelfall auch mal größere Probleme. Zum Beispiel da hinten Frau Bölter vom Einwohnermeldeamt Braxib. Vorsicht, Vorsicht, nicht direkt angucken. So weit ist sie noch nicht. Frau Bölter lehnt nun jeden Publikumsbetrieb in ihrer Dienststelle ab, nicht? Sie meint nun, da könnte ja jeder kommen. Aber selbst in diesem Fall haben wir Anfangserfolge. Wir konnten heute früh eine Testperson mit einem abgelaufenen Reisepass bis zu 6,80 Meter an Frau Bölter heranführen, ohne dass eine unmittelbare Gefahr bestanden hätte. Dankeschön, Herr Pötter. Hoffnungsvolle Ansätze hier in der Jürgen-Koppelin-Bildungsstätte zu Stenkelfeld. Zurück ins Funkhaus. Mit großer Genugtuung wurde im Bürgerhaus Stenkelfeld die erste plattdeutsche Plenarsitzung des Bundestages zur Kenntnis genommen. Niederdeutsch als offizielle Amts- und Sitzungssprache aller politischen Gremien ist im hiesigen Kommunalparlament von jeher eine Selbstverständlichkeit. Die Ausweitung auf Bundes- und Europaebene ist für den Stenkelfelder Bundestagsabgeordneten Wilhelm Oelgemöller denn auch die naheliegende Lösung, um auf internationalem Parkett eine gleichwohl klare wie leicht nachvollziehbare Verständigungsebene zu finden. Ja, wir haben ja noch gestern Abend mit unserem Brettgepack und Backen in Wölfingdau und Ackerbohm mit Wimmerdemol da haben wir den ganzen Plündor in Kackert mit Hans Koschnick. Und ich sage nochmal, da hat sich ein Bild an den Schatten machen. Ja, ich bin mir back, denke ich noch, da wollen wir mal alle Wege checkalieren und dann raufkraken und Petitionsausschuss. Argumente, die der EG-Ministerrat durchaus ernst nehmen sollte, will man nicht eine Jahrhundertchance beim Vorantreiben der europäischen Völkerverständigung verpassen. Rückendeckung bekommt Oelgemöller vom Pressesprecher des Stenkelfelder Gewerbevereins Heinrich Oertel, der sich nach der Brandkatastrophe in seinem Autohaus in die Politik zurückgezogen hat. Vor dem Hintergrund zunehmender Politikverdrossenheit, so Oertel, müsse es jetzt vorrangig darum gehen, dem Bürger die Sprache der Politik verständlicher zu machen. Hey, das gleiche schon so lange Geld, das Patsche in Ordnung, von wegen Brinken protokollieren, checkalieren in den Puppendingen von Lumpkram, Ernst-Walter-Mate, alle welchen Zauspikat in Wimmelgeracke, Biefgebahn, europäisches Kulturgut, oder nicht? Von der heutigen Bundestagsdebatte verspricht sich Wilhelm Oelgemöller einen ersten Durchbruch für das Plattdeutsche als Weltsprache. Das ist zwetschgeblöd an den Runkelnamer Kral, haben wir mitmorgen. Und dann ist auch Picke von Kietkasten, dann wollen wir Jörg die Böck, wenn das ist das gravierende Argument. Die gemeinsame Initiative könnte dennoch auf der Ziellinie scheitern, denn bei aller Gemeinsamkeit favorisieren Oertel und Oelgemöller unterschiedliche plattdeutsche Sprachfärbungen. Während Oelgemöller das etwas weichere Platt seiner Stenkelfelder Heimat durchsetzen will, besteht Oertel auf dem seiner Meinung nach deutlicheren Diktus der Region Ankommersiel. Noch steht in diesem Punkt Meinung gegen Meinung. Fief backen, wenn es dir grund kürt, wir alles nicht mitmachen. Grün und auch die Plündung, die der hat mich da unter die Tür klappt. Tischengrund, leiges Brechglöd, Abschub, alle weg, du Röhrklo umschwimmen, von der Klaffnung liegt im Bundesrat. Ich will ja was mit Bundesrat. Da brechen sie mit einem paar Druppschlag, alle weg, bürst die Kragenbünd, außer Dank, will die mitmachen umtrüppeln. Bratgeschirr, Akkubumbo, rührig umtrüppeln. Dücken so das Stroh da, was alle schön machen. Alles nicht Wittgenstein, Backbrat, vier Felbetier umtrüppeln da. Ganz leidig, Kerl bist du. Gute Argumente auf beiden Seiten. Festzustellen bleibt auf jeden Fall, der Einzug der plattdeutschen Sprache auf die Bühne der Politik wird sich trotz dieser Kontroverse nicht aufhalten lassen. Wo soll der Fugenmörtel hin, Chef? In die Nachspeise, du Tölpel! Die Großküche Stenkelfeld ist mittlerweile Europas bedeutendster Zulieferer für Kantinen und Fluggesellschaften. Wir stehen hier unmittelbar neben der neuen Rouladenwalze. Bei mir der Geschäftsführer der Großküche Stenkelfeld, Helmut Sönkel-Pörthagen. Worauf führen Sie denn diesen großartigen Erfolg zurück?
Nun, unser Erfolg liegt im Überraschungsmoment. Das heißt, wir bieten immer wieder Gerichte an, die so keiner kennt und gehen auch in der Kombination der Zutaten neue Wege. Können Sie uns da ein Beispiel geben? Ja, nehmen wir doch gleich mal hier das Menü an der Fertigungsstraße 2. Das ist unsere Büsumer Grützpfanne-Tischlerin-Art. Es handelt sich dabei um einen ausgehöhlten ganzen Milzrettich, gefüllt mit pürierten Innereien vom Kanal Aal, den wir gepfefferte Backpflaumenkerne unterjubeln. Eins von zahlreichen Gerichten, um die man sich im häuslichen Bereich hier gerne herumdrückt. Nicht? Ja, das scheint mir auch eher ein Menü für besondere Anlässe zu sein. Aber wie steht's denn mit der bewährten alten Hausmannskost, die ja auch von Ihnen zubereitet wird? Ich sehe hier zum Beispiel hier einen Topf mit so einer bräunlichen Soße. Ja, das ist der Bottich mit dem Grünkohl. Der wird bei uns erntefrisch zubereitet. Das heißt, der kocht seit der Ernte. Das ist jetzt anderthalb Wochen her. Der wird übermorgen noch durch ein Feinsieb gepresst. Nur so lassen sich zuverlässig alle Geschmacksstoffe herausziehen. Ein umgekehrtes Verfahren gilt für die Kartoffeln, die wir bis zur ersten Auskeimung bei 42 Grad vorschrumpeln lassen und dann bei 500 Grad Schock erhitzen, sodass unter einer mehlig bröckelnden Oberfläche ein angenehm kühler Knusperkern für Furore sorgt. Also man kann sagen, modernste Zubereitungsverfahren. Was sind denn aus Ihrer Sicht die entscheidenden Fortschritte bei der Herstellung von Massenverpflegung? Unser Firmengründer, der alte Sönkel, hat hier ja damals mit 3 Bunsenbrennern angefangen. Da brauchten sie bis zu 3 Wochen, bis sich Nudeln so richtig zersetzt hatten oder Gemüse den Biss verlor. Oder ein anderes Beispiel, um Fisch zum Riechen zu bringen, mussten sie den damals tagelang in der Sonne liegen und dennoch von Hand mit Dorschgalle beträufeln, ne? Heute holen wir den vorgefault aus dem Tropensilo und was den Rest betrifft, Nudeln, Kartoffeln, Fleisch oder was Sie wollen, das wird bei uns alles zu einer fettigen, geschmacklosen, breiigen Einheitspampe zusammengefiedelt, so wie es die Kantinen lieben. Ja, es ist denn da niemand... Und den Rest, den keiner mehr will, den verschweißen wir aufbruchsicher in Spezialplastik und verscherbeln das an die Fluchlinien in aller Welt. Aber wenn doch mal einer diese Packungen aufkriegt, da bleibt doch auch immer was übrig. Und sehen Sie, das ist denn ein gefundenes Fressen für die Speisewagen der Deutschen Bahn. Die stehen am Ende der Nahrungskette. Ehrliche Worte von Helmut Sönkel-Pörthagen aus der Großküche Stenkelfeld zurück ins Funkhaus. Sie können ruhig zum Essen bleiben. Danke, ich bin noch satt. Hallo, Sie haben eine gute Wahl getroffen. Unsere neuartige Sexual-Hotline richtet sich speziell an die Damen. Ich werde Sie am Telefon verwöhnen mit was andere nicht so gerne sagen mögen. Erleben Sie geschlechtliche Stimulation bis zum Abszess. 12 Sekunden sind eine Stunde vom normalen Telefongeld. Bleiben Sie dran, meine Damen. In wenigen Minuten geht's los. Diese vielversprechende Botschaft ist der Auftakt einer neuen Dienstleistung, aus deren Einnahmen die Löcher im Stenkelfelder Gemeindehaushalt gestopft werden sollen. Hier im Heizungskeller der Kreisberufsschule sind 12 Telefonapparate installiert. Für die Betreuung der Kundinnen wurde Hausmeister Gustav Gnöttgen als städtischer Angestellter dienstverpflichtet. Herr Gnöttgen, sagen Sie, rechnet sich sowas denn wirklich? Ja, aber glauben Sie denn wohl? Wir haben vorher so ein bisschen im Hauptpostamt am Gebührenrelais umverdrahtet und jetzt brummen wir 69 Mark pro Stunde und das mal 12. Können Sie selber rechnen, nicht? Das sind, Moment mal, da hat gerade wieder einer angebissen. Ja. Na, mein Täubchen, sitzt du wieder ganz allein im Unterrock am Küchentisch? Ja, guck. Dann gehe ich jetzt mal gleich bei und ziehe mir die Gummistiefel auf. Aber nicht auflegen. Nicht, das Wichtigste ist ja, dass die schön dranbleiben und die Gebühren ticken. Ja, aber Herr Gnöttgen, wie bewältigen Sie das denn hier ganz allein mit 12 Apparaten? Ja nun, man muss sich in das komplizierte Feingefühl der Damenwelt reindenken, nicht? Und die dann im richtigen Moment sexuell bei Laune halten. Und das können nur die wenigsten. Also ich kann Ihnen dann gleich mal vorführen, hier Leitung 3 ist sowieso wieder fällig. Na Margot, bist du noch dran? Also man kann sagen, ich bin jetzt im Grunde schon sehr erregt und habe nur noch Tennissocken und Sandalen an. Was? Ach so, hatte ich vorhin schon aus. Ja genau, jetzt trage ich nur noch meinen braunen Korthut und bin praktisch bereit. So, die ist wieder eine halbe Stunde beschäftigt. Ja, also das scheint mir hier ja mächtig zu florieren, Herr Gnöttgen. Wie hat sich das denn so schnell rumgesprochen? Ja, Werbung ist doch heutzutage alles. Wir haben großes Inserat in der Stenkelfelder Allgemein und Aushang im Frisiersalon Niendiekernick. Da sitzen die Mietzen noch rum. Ja, wie setzt sich der Kreis der Anrufer... Warte mal jetzt. Ich muss noch mal gerade Leitung 8 zum Abschluss bringen. Das ist die Renate, die wartet schon 2 Stunden. So, hallo. Ich komme denn jetzt.
So, das hätten wir dann auch wieder, nicht? Ja, die stöhnt, also das zieht ja immer. Zieht immer, ja. Herr Gnöttgen, wie lange will denn die Gemeinde diesen Service letztendlich... Moment. Hallo, Schnuckel, ich hab mein Kittel schon teilweise aufgeknüpft. Was? Ach so, Sie sind's, Herr Ölgemöller. Was? Verstopfter Abfluss im Rathaus. Ja, ich mach noch gerade Leitung 7 fertig und dann komm ich gleich mal gucken. Nix für ungut. So, ja, dann wollen wir hier auch nicht mehr länger stören. Zurück ins Funkhaus. So, Ingrid? Hubert, absetzen, du bist noch zwei Runden vorne, Mensch! Der Kegelclub He Wackelt von 1929 gehört hier im Landkreis Stenkelfeld zu den attraktivsten Angeboten im Breitensport. Zweimal pro Woche trainiert man hier auf der Bundeskegelbahn im Gasthof Knollmeier. Neben mir sitzt der erste Vorsitzende, Erwin Möller, im Mannschaftskreis die Rinne genannt. Herr Möller, das vergangene Jahr war von rekordverdächtigen Erfolgen gespickt. Was gelang denn da im Einzelnen? Ja, also das begann eigentlich gleich im Frühjahr mit einem Paukenschlag beim Turnier in Huckriede. Da haben wir mit einem Gesamtergebnis von 19 Kisten Pilz, 7 Liter Jägermeister und 4,5 Liter Apfelkorn den alten Vereinsrekord aus dem Gründungsjahr übertroffen. Übertroffen, ja. Das scheint mir jetzt aber eher ein zweifelhafter Erfolg zu sein. Ja, also Sie haben recht. Also es hat damals Zweifel gegeben, weil der Jürgen Oeverbeck einen Teil wieder erbrochen haben soll. Aber wenn überhaupt, dann war das ganz klar nach der Wertung, nicht? Die Huckrieder haben damals Protest eingelegt, aber denen kann ich nur sagen, wer nicht verlieren kann, hat auf der Kegelbahn nichts zu suchen. Ja, also wenn das Ihre einzigen Erfolge sind, dann können wir, glaube ich, gleich wieder ins Funkhaus zurückgeben. Ja, Moment. Die größten Erfolge hatten wir ja beim Sommerkegel in Oelmannshof in der Einzelwertung. Aha, ja. Sieger bei den Damen, unsere Kegelschwester Mia Pötter mit 1,5 Flaschen Eckes Kirschlikör, obwohl sie vorher kaum was gegessen hatte. Das glaubt mir hier doch wieder keiner. Ja, das überrascht Sie was, aber das kommt ja noch besser. In der Seniorenwertung siegte unser Gründungsmitglied August Pörthage mit 17 Steinhäger. Ja, der Mann ist 98 und jetzt kommt sie. Aha, ja, aber manchmal kegeln sie auch. Ja, mal schon, Wurf ist immer drin, nicht? So viel Zeit muss sein. Und selbst da gab's die Sensation, stand doch groß in der Presse, nicht? Also da hat unser Freund und Kegelbruder Manni Blömke doch tatsächlich 8 ums Vordereck geworfen. Also der Wurf, bei dem nur noch das Vorderholz stehen bleibt. Ja, wo bei uns sogar nur das Vorderholz aufgestellt wird. Und da hat der Manni den 8-mal dran vorbeigeworfen. Das war wieder ein schöner Grund zum Feiern. Ja, dann mal noch gut Holz, nicht? Und damit zurück ins Funkhaus. Ja, sonst kegeln Sie doch noch eine Runde mit. Nee, danke, ich muss noch fahren. Eine gemütliche, entspannte Atmosphäre herrscht hier im Führerhaus des Kühltransporters der Stenkelfelder Spedition Oettinger. Am Steuer sitzt Kraftfahrer Georg Harthölter. Kurz vor Neumünster hat er zu einem Überholvorgang auf einen norwegischen Sattelschlepper angesetzt. Mittlerweile haben wir die Abfahrt Kassel-Nord hinter uns gelassen, Herr Harthölter. Können Sie denn schon ungefähr abschätzen, wann wir am Norweger vorbei sind? Ja, also das geht heute schneller als erwartet. Sie sehen ja selbst, wir sind in Höhe der ersten Hinterachse. Sodass man also sagen kann, Frankfurter Kreuz ungefähr. Erreichen wir das Stützgelenk vom Auflieger und dann kommen auch schon bald die Rücklichter von der Zugmaschine in Sicht, ne? Und ich glaube, also ich will da nicht zu viel versprechen, dass wir kurz vor der österreichischen Grenze den Kollegen dann noch zu Gesicht kriegen. Glauben Sie? Nun ist im Laufe der letzten Stunden hinter uns doch einige Unruhe aufgekommen. Ich sehe hier im Rückspiegel Lichthupensignale, wildes Gestikulieren eines Fahrers in einem schwarzen Sportwagen. Ach guck, der war vorhin noch weiß. Ja nun, ich fahre noch diesen alten Winterdiesel auf, ne? Der pafft was weg. Wann genau, Herr Harthölter, haben Sie sich denn zu diesem Überholmanöver entschieden? Ja, also das war letzte Nacht, nicht? Kurz hinter der dänischen Grenze auf der Gefällstrecke zwischen Harrislee und Tarp. Habe ich gemerkt, dass ich gut und gerne 1,7 Zentimeter pro Stunde schneller bin als der Norweger, ne? Ja, und dann bin ich kurz vor der Münster links raus. Dafür ist das hier noch zweispurig. Ja, aber ist das denn nun ein Zeitgewinn, der sich letztlich auszahlt? Interessiert mich nicht. Ich fahre hier auf Akkord. Da zählt jede Sekunde. Und außerdem haben wir leicht verdorbene Ware an Bord. Sie meinen sicher leicht verderbliche? Ja, nix. Das sind Küchenabfälle aus der Stenkelfelder Großküche. Die waren ursprünglich für die Lufthansa gedacht, nee, aber nun sollen die doch als Viehfutter nach Albanien. Ja, mittlerweile ist hinter uns ein gewisser Stau entstanden. Ich schätze mal, so um die 600 Kilometer werden es wohl sein. Hat man da, Herr Harthölter, als LKW-Fahrer nicht auch gelegentlich mal ein schlechtes Gewissen? Naja, manchmal denkt man schon drüber nach, nicht, ob da hinten vielleicht kleine Kinder mal müssen oder ob es da einer mal eilig hat, weil inzwischen der Urlaub zu Ende ist, nicht.
Aber Sie sehen ja selbst, seit anderthalb Stunden kreisen hier Hubschrauber. Und dem weiß man, die werden versorgt, da werden Getränke und warme Wolldecken gebracht. Nee. Und dann ist man am Lenkrad doch wieder entspannter. Also das können Ihnen alle Kollegen im Güterfernverkehr bestätigen. Ja, so viel hier aus dem Führerhaus des Kühltransporters der Spedition Oettinger und damit zurück ins Funkhaus. Ja, können Sie gerne mal versuchen. Wir sind heute zu Gast bei... Ja, und herzlichen Dank, dass Sie heute Zeit gefunden haben, meine Gäste zu sein. Ja. Entspannen Sie sich ein wenig vom Trubel der Weihnachtseinkäufe in dieser adventlichen Zeit, wo es überall nach Tannen und Lebkuchen duftet und wo der Glanz von tausend Kerzen in den Kinderaugen erstrahlt. Bringen Sie ein wenig von diesem Glanz mit in unsere heutige Verabredung. Entschuldigung, wir sind zu Gast heute bei Jean-Jacques Gelee, Deutschlands erfolgreichstem Produzenten für Spiel- und Unterhaltungsshows. Wir freuen uns, ihn heute Vormittag live vorm Mikrofon zu haben. Und da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Wie bitte? Ein hochwertiges kondensater Stabmikrofon aus dem Hause Matsushita, einfach in der Handhabung, brillant im Klang, mit verchromten Griffmulden ist es überall anschließbar, komplett mit 4 Metern Kabel, elegantem Windschutz und Etui aus Boxkraftleder, die Zierde jedes Studios im Gesamtwert von 335 D-Mark. Aha, ach so, ja, Herr Gelee, was unsere Hörer interessieren würde... Sie stehen fast täglich vor der Kamera. Wie wird man mit diesem dauernden Stress fertig? Ja, das Wichtigste ist ein Fluchtpunkt, an dem man sich zurückziehen kann, wo man alles hinter sich lässt, abschalten kann und einmal ganz zu sich selbst kommt. Und darum habe ich mir hier in der Abgeschiedenheit der Schmöllerheide dieses Haus gekauft. Oh ja, wunderschön. Ein schick geschnittener Bungalow der Serie Tessin in Massivbauweise, voll unterkellert, schlüsselfertig ab Oberkante Dachfirst. Mit Sauna, Swimmingpool, Fitnessraum sowie 3000 Quadratmetern Balkongrundstück hat dieses Anwesen einen Gesamtwert von 1,4 Millionen D-Mark. Oh, eine Menge Geld, ja. Sie produzieren ja nun sämtliche erfolgreichen TV-Spielshows der Welt. Wie erklären Sie sich Ihren Erfolg? Ja, was weiß denn ich? Darüber mache ich mir doch keine Gedanken. Die Leute seien halt blöd, die wollen ihr verpfuschtes Leben mit irgendwelcher Konsumscheiße aufgebrezelt haben. Was willst denn du mit deinen Fragen daran ändern? Ich nichts. Gibt es denn von Ihrer Seite neue Spielideen für die Zukunft? Ja, unser neues Projekt ist der goldene Sternteiler Milliardenhagel mit dem Glücksdiamanten. Können Sie uns da schon was über das Konzept verraten? Ein Konzept? Was brauchen's da schon für ein Konzept? Da nimmst 4 Umschläge her, drin sind 15 Europapunkte, mit denen setzt du auf irgendwelche Buchstaben, bis er Glocken schellt und mit dem Bonus knackst den Tresor, drin sitzt der blinde Schäfer und mit die Diamanten um den Hals und wannst du den in 15 Sekunden rauskriegst, kriegst du die Brillis. 2% kriegt der Tierschutzverein, fertig. Magst du Kaffee? Oh ja, gerne, danke. Eine Tasse hocharomatischer Kaffee der Marke Knollmeier Pro Homo, frisch aufgebrüht im Original Bielefelder Porzellanservice, komplett mit Milch und Zucker hat dieser Genuss einen Gesamtwert von 4,40 Mark. Vielen Dank. Ihre Frau Gemahlin? Ach geht, das ist bloß meine Assistentin, die Claudia. Angenehm, Norddeutscher Rundfunk, wir machen hier eine Unsere reizende Assistentin Claudia ist strapazierfähig, stellt keine Fragen und sorgt für ihr Wohlbefinden. Sie ist leicht mit jeder Bettwäsche kombinierbar. Mit ihrer plantierten Hochfrisur im grünen Paillettenkleid, komplett mit roten Pumps und 2 Ohrringen hat sie einen Gesamtwert von 400 D-Mark pro Stunde. Ach, doch so viel, ja. Eine letzte Frage, Herr Gelee. Was muss man tun, um an Ihrer Show einmal als Kandidat teilzunehmen? Kandidaten? Was für Kandidaten? Naja, also die Leute, die bei Ihnen so mitmachen. Ach so, das Spielmaterial. Ja, was weiß ich. Die werden hier in Bussen angekarrt. Da ist Nachschub ohne Ende. Man darf halt nicht allzu gescheit sein und muss fleißig klatschen. Das läuft schon. Läuft schon, ja. Ich glaube, das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank und damit zurück ins Funkhaus nach Hamburg. Ach, Hamburg. Schöne Gewinn. Hamburg, die charmante Hansestadt an der Elbe, bietet pulsierendes Leben in modernen Geschäftsvierteln. Mit ihren schicken Hafenanlagen, zahlreichen Sport- und Freizeitmöglichkeiten, hübschen Altbauten, Industrieflächen, dem renovierten Hauptbahnhof und ca. 2 Millionen Einwohnern hat sie einen Gesamtwert von 920 Billiarden D-Mark. Unter tosendem Beifall endete soeben die Eröffnungsrede zum Ärzteball hier in der Stenkelfelder Mehrzweckhalle. Das Buffet ist eröffnet. Bei mir steht der Leiter der Kreisärztekammer, Internist Dr. Walter Bröhrmeier. Herr Dr. Bröhrmeier, in Ihrer Ansprache war von einem entscheidenden Durchbruch die Rede, der einem Mediziner aus Ihrem Kollegenkreis gelungen sein soll. Worum geht es dabei? Nun, es handelt sich dabei um den bekannten Herzspezialisten Professor Hönken, der vor wenigen Monaten sein Handicap im Golf auf 12 verbessert hat, ein Durchbruch
der so nicht abzusehen war und uns alle sehr gefreut hat. Ja, das ist erfreulich. Meine Frage ging allerdings in eine etwas andere Richtung. Was ich wissen wollte, war, welche Fortschritte die Mediziner im vergangenen Jahr zu verzeichnen hatten. Sie meinen Fortschritte im technischen Bereich? Ja, genau. Nun, da wäre einiges zu nennen. An erster Stelle vielleicht der Kollege Dr. Böfkemper, ein sehr kompetenter Hals-Nasen-Ohren-Spezialist aus Struchtrupp, der jetzt beim Tennis endlich auch den zweiten Aufschlag mit wesentlich mehr Spin auf die Rückhand serviert und allgemein besser zum Ball steht als noch vor Monaten. Oder auch der Urologe Dr. Möss, der seine Technik beim Boccia bravourös verbessert hat. Er wirft jetzt nicht mehr so stark aus dem Unterarm, sondern kommt sehr schön, fast schulmäßig aus dem Schultergelenk. Ja, mit Verlaub, Herr Dr. Bröhrmeier, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass Sie hier... Ja, ich ahne bereits Ihren Einwand. Wir wollen auch die Rückschläge nicht verschweigen. Also unser Mitgefühl gilt besonders dem Kiefernchirurgen Professor Dr. Söttger, dem im letzten Herbst ein bedauerlicher Kunstfehler unterlaufen ist. Ach. Er wurde bei der Kielbootregatta um das blaue Band des Stenkelfelder Yachtclubs quasi an der letzten Tonne noch eingeholt und zwar, und das war, glaube ich, besonders entmutigend für ihn, von einem reinen Freizeitsegler. Herr Dr. Bröhrmeier, normalerweise stehen unter Medizinern ja ganz andere Themen im Vordergrund. Ich nenne mal Stichworte, Diagnose, Früherkennung. Ja, Dinge, die wir selbstverständlich auch im Gespräch haben. Und auch hier können viele Kollegen beachtliche Erfolge vorweisen. Also im Bereich Früherkennung wäre der Kollege Dr. Rosenbröker zu nennen, ein führender Orthopäde bei uns, der viel früher als andere erkannte, dass der Polyrenta Investmentsfonds schwächer zu notieren drohte und das gesamte Aktienpaket zum exakt richtigen Zeitpunkt abstoßen konnte. Also, Herr Dr. Bröhrmeier, bei allem Respekt für diese Erfolge, aber gibt's denn hier auch Ärzte, die sich der Heilbehandlung widmen? Ja, so etwas kommt vor. Herr Dr. Pröpper ist im letzten Sommer während eines Poloturniers sehr unglücklich vom Pferd gestürzt und verbrachte viel Zeit bei der Behandlung seines verschobenen Knöchelbruchs. Nun gibt es ja auch kritische Kollegen, die sagen, wenn er nicht so viel Zeit in der Praxis verplempern würde, könnte er auch besser reiten und dann wäre das gar nicht passiert. Tja, mit diesen Eindrücken hier vom Ärzteball dann zurück ins Funkhaus. Ja, die Kreuzung Oelgesteeg-Schmöllerdamm ist der Verkehrsknotenpunkt schlechthin hier in Stenkelfeld. Der grüne Pfeil leuchtet in der Morgendämmerung. Neben mir steht der stellvertretende Leiter des Straßenverkehrsamtes, Herbert Nölken-Böckhoff. Zunächst vielleicht mal das Grundsätzliche, Herr Nölken-Böckhoff. Was hat es mit dem Verkehrszeichen auf sich? Ja, also das Rechtsabbiegen ist jetzt jederzeit möglich. Nicht? Man hat praktisch immer freie Fahrt, selbst wenn die anderen auch alle grün haben. Nicht? Dann heißt, man steht an der Kreuzung nicht mehr unnütz rum. Wir haben unsere Autofahrer heute Morgen in der Lokalpresse da auch ausdrücklich darauf hingewiesen. Und der dichte Berufsverkehr heute Morgen war für uns eine schöne Gelegenheit, diese moderne Verkehrsführung hier mal auszuprobieren. Nun haben ja andere Länder wie Bayern sowie der Verkehrsclub Deutschland auf mögliche Gefahren für die Verkehrssicherheit hingewiesen. Was sagen Sie diesen Kritikern? Ja, das ist ja nichts als die typische Panikmache, nicht? Das wird zum Teil auch von der Presse hochsterilisiert, nicht? Also nach meiner Meinung wird diese neue Regelung die Verkehrssituation entschärfen. Und der ganze Ablauf wird hier flüssiger. Nun gut, trotzdem muss die Frage erlaubt sein, ob gerade die unübersichtliche Gefällstrecke des Schmöllerdamms für dieses Experiment geeignet ist. Ja, junger Mann, dann merke ich schon, dass Ihnen hier die Sachkenntnis fehlt, nicht? Dann gehen Sie doch bei und stellen das Schild an Önkelmich Ecke Bölterkamp, wo die LKWs von der Wurstfabrik rauskommen. Wollen Sie das beantworten? Wir bleiben dabei. Hier an der Kreuzung Oelgesteeg-Schmöllerdamm ist das Risiko am geringsten. Mal angenommen, es käme nun doch zu gewissen Problemen mit dem grünen Pfeil. Ja, also das ist wieder typisch für Ihre ganze negative Berichterstattung, nicht? Ihre Rundfunkfritzen sind immer nur Probleme und nichts als Probleme. Aus Ihnen spricht doch nur der Neid, weil andere wieder die Nase vorhaben. Nee, ihr seid ja bloß sauer, weil ihr da in Hamburg von einem Stau in den anderen juckelt. Ich werde mich über Sie beschweren. Wir gestalten hier die Zukunft des Straßenverkehrs und dann werden Sie hier mit Ihrer tendenziellen Fragerei nicht aufhalten. Kampf dem Steuerbetrug heißt die große Frühjahrsoffensive des Finanzamts Stenkelfeld Nord. Mit einem Personalaufwand von über 400 Zivilfahndern soll jetzt den vielen kleinen Schwindeleien bei der Steuererklärung der Garaus gemacht werden.
Die Aktion wird geleitet von Amtsinspektor Josef Blöcker. Auf welchen Personenkreis, Herr Blöcker, konzentriert sich denn diese Maßnahme? Ja, also die Fahndung erstreckt sich auf ledige Durchschnittsverdiener in der Lohnsteuerklasse 1, von denen man sehr genau sagen kann, was die sich noch leisten können und was nicht. Ne? Und hier beobachten wir rund um die Uhr, wer von diesen Leuten mit einem luxuriösen Lebenswandel aus dem Rahmen fällt und schlagen dann sofort zu. Ja, aber woran kann man denn einen potenziellen Steuerbetrüger aus dieser Personengruppe erkennen? Ja, das kann nur der Fachmann sehen. Ne? Nehmen Sie mal den Herrn Töring hier, ledig, keine Kinder, Steuerklasse 1. Ja, wissen Sie, was dieser Mann macht? Das haben wir hier beobachtet. Der rennt hier morgens in die teuersten Supermärkte und kauft sich da dosenweise Krabbensalat und Bratenaufschnitt. Ist ja nicht zu fassen. Ja, da sind wir hellhörig geworden. Ja, bei der ersten Vernehmung behauptet dieser Mann, er hätte das Geld von seinem Gehalt gespart. Was bei seiner Steuerklasse natürlich völliger Quatsch ist, nicht? Das hat er denn wohl auch eingesehen und beim letzten Verhör rückt er denn damit raus, dass er Geld von seiner Oma geschenkt gekriegt hätte. Eine Ausrede, die ihn wahrscheinlich schon häufiger vorgekommen ist. Ja, Moment, dann kommt er noch besser. Wir rein in seine Wohnung und was ist? Der reinste Palast. Kaffeemaschine, Transistorradio, X-Kugelschreiber, eine 100-Watt-Birne auf dem Klo und in jedem Zimmer ein Aschenbecher. Und jetzt kommen Sie. Ja, da ist doch was faul. Der ist jetzt dran. Nun wird sich ja aber nicht jeder Steuersünder so frech zu erkennen geben wie in diesem Fall. Ja, da haben Sie natürlich recht, nicht? Also unvergessen bleibt uns der Fall des Herrn Gnöbel, den wir vorgestern Nacht am Eurocheck-Automaten aufgegriffen haben, nicht? Steuerklasse 6, Kirchenmitglied, keine Kinder, keine Freibeträge. Und Sonnenmann geht hin und will da heimlich an seine hinterzogenen Piepen ran. Und erzählt der Fußstreife vom Finanzamt Süd, er hätte da nur mal so an der Wand urinieren wollen. Ja, warum er da mal 150 Mark in der Hand hat, das konnte er nicht erklären. Ne? Da kam er denn mit, die wären ihm untergeschoben worden und so weiter. Ne? Also eine ganz klare Beweislage für Steuerbetrug. Ja, der Rest war Routine. Ne? Hausdurchsuchung und siehe da, moderne Zahnbürste, hält sich eine Tageszeitung, bunte Bilder an der Wand, Wertpapiere auf dem Tisch und was sie wollen. Tatsächlich Wertpapiere? Ja, 20, 30 Briefmarken. Und jetzt kommt Sie. Im Grunde, Herr Blöcker, kann man sagen, Vorgänge, bei denen dem Laien nichts Verdächtiges auffallen würde. Ja, sehen Sie, und das ist ja gerade die Genugtuung in unserem Beruf, nicht, dass man immer wieder dem scheinbar ehrlichen, biederen Steuerzahler die Maske vom Gesicht reißen kann. Was war denn da bisher Ihr spektakulärster Fall? Ja, ganz klar der Fall Höfer, nicht? Auf den ersten Blick ein braver Bürger, 100.000 Mark Jahreseinkommen, lebt auf so einer Abdeckplane hinterm Güterbahnhof. Also auf den ersten Blick ein Mann, der seine Steuern und Abgaben ordnungsgemäß bezahlt. Ja, aber denkst du, bei einer Routineüberprüfung stellt sich heraus, der Mann hat noch ein Zwei-Mann-Zelt am Struchtrupper Kanal. Gucken wir rein und Klappstühle, verchromter Dosenöffner, Spirituskocher, Isomatte, Fleischkonserven, kurz und gut, Saus und Braus. Ja, das sind Leute ohne Gewissen und gegen die treten wir an. Kein Pardon für Steuerhinterzieher beim Finanzamt Nord und damit zurück ins Funkhaus. Halt mal. Ja? Sind das Ihre eigenen Turnschuhe da? Nee, die sind nur geliehen. So, Gewicht auf Standbein verlagern. Augen zur Bettwäsche, ja. Und dann den linken Ellbogen raus. Schulter waagerecht. Links raus. Ja, zack, nicht aus der Hüfte kommen. Jetzt die halbe Drehung und gegenhalten. Ja, nix. Stopp, aus. Viel energischer decken, Frau Götte-Möller. Nicht abdrängen lassen. Das Trainingslager zum Winterschlussverkauf findet auch in diesem Jahr in der Turnhalle des Claudia-Schiffer-Gymnasiums statt. Übungsleiter Friedhelm Pötter von der Jürgen-Koppelin-Bildungsstätte korrigiert hier gerade letzte Unstimmigkeiten im Bewegungsablauf. Herr Pötter, Ihre Teilnehmerinnen sind ja durch die tägliche Jagd nach Sonderangeboten im Grunde austrainiert. Gibt's da überhaupt noch was zu verbessern? Ja, Sie haben es ja selbst gerade bei Frau Götte-Möller gesehen. Nicht? Sie vernachlässigt noch zu sehr die Defensivarbeit. Nicht? Damit gibt sie anderen Kunden die Möglichkeit, über die Schulter bzw. von links vorbeizugreifen. Und damit ist sie natürlich insbesondere bei Kurzwaren und kleineren Haushaltsartikeln im Nachteil. Nicht? Aber sie hat ja auch ihre Stärken. Nicht? Also Frau Götte-Möller kämpft in der Rechtsauslage. Das macht sie für den Gegner unberechenbar. Sie hat eine starke linke Greifhand, steht eigentlich immer goldrichtig zum Regal. Können Sie jetzt gerade wunderschön beobachten. Hier, ja, sehr schön, Frau Götte-Möller. Ich sehe hier rechts in der Halle das Training mit dem Sonderangebot. Eine Dame, die einen Slalomkurs durchläuft. Um wen handelt es sich hier, Herr Pötter? Ja, in diesem Bereich trainieren wir die technischen Fertigkeiten. Das ist jetzt unsere Frau Nölken-Böckhoff. Das ist eine Filigrantechnikerin. Hier schön zu sehen gerade. Sie führt den Artikel ganz dicht am Körper, ist schwer von der Ware zu trennen. Ne? Hat schon beim letzten Schlussverkauf die Konkurrenz auf engstem Raum schwindelig gekauft. Am Wühltisch und auf der Rolltreppe kann sie praktisch alles, ne? Aber im Zweikampf, da fehlt ihr noch der letzte Biss, ne? Dieses unbedingte Haben-Wollen. Sie ist mir auch noch zu häufig zu produktverliebt, ne? Sucht nicht immer den direkten Weg zur Kasse.
Und wenn sie denn mal gerempelt wird, bleibt sie zu oft stehen, reklamiert, anstatt energisch nachzusetzen. Ne? Und dabei sage ich ihr immer, Gerda, hör auf zu meckern, gekauft ist, wenn die Kasse klingelt. Die Kasse klingelt, ja. Also eher das, was wir in der Fachsprache den körperlosen Einkauf nennen. Dennoch setzen die meisten ja wohl auf das kämpferische Moment, Herr Pötter. Ja, da haben Sie recht. Also der moderne Schlussverkauf ist immer schneller geworden. Man hat ja kaum noch die Möglichkeit, die Ware über längere Zeit zu halten. Ne? Robustheit und Härte bestimmen hier das Geschehen. Und da haben wir hier mit der Frau Gnöttgen eine Kundin aus der Oberliga. Sie hat den untrüglichen Schnäppchenriecher, geht auch mal dahin, wo es weh tut. Das können die Sanitärartikel sein oder auch schon mal die gefürchtete Sonderbox. Frottee-Waschlappen, 5 Stück, 85 Pfennig. Ne? Sie gibt keinen Artikel verloren, nicht? Das ist die Stärke. Aber sie geht dabei leider manchmal über die Grenzen des Erlaubten. Aha, wo liegen denn diese Grenzen? Ja, das ist das Übliche. Ne? Kopf zu tief, Fuß zu hoch, aufstützen, unterlaufen, sperren ohne Ware, Angriff auf das Personal im Kassenbereich und dann ihre gefürchtete Gnöttgen-Grätsche. Ne? Also dafür kann es schon mal Hausverbot geben. Schon mal Hausverbot, ja, das ist natürlich hart. Ja, sie war ja seit dem letzten Sommerschlussverkauf auch gesperrt. Danach lange verletzt, ja, ja. Aber sie findet zu ihrer alten Form zurück, glaube ich. Nicht? Bringt mittlerweile wieder im Alleingang 2 große Farbfernseher an die Kasse. Also sie hat ihre Chance und ich sage immer, Hertha, die Mark ist rund und der Schlussverkauf dauert 14 Tage. Interessant, ja. So viel hier vom Trainingslager der Stenkelfelder Hausfrauen und damit zurück ins Funkhaus. So, Frieda, und jetzt komm noch mal. Rechts die Hand, die gesehen und die Socken mitnehmen und steil auf die Kasse. Ja, hopp, 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 hopp. Die Galerie Stenkelfeld präsentiert 100 Meisterwerke. Heute die Inspektionsrechnung, Autohaus Oertel 1989, Kugelschreiber auf Altöl DIN A4. Die Wirklichkeit interessiert mich nicht, schrieb einmal Heinrich Oertel an einen übereifrigen Rechtsanwalt. Für mich zählt nur, was wahr sein könnte. Für die Richtigkeit dieser Selbsteinschätzung spricht Oertels Inspektionsrechnung, wohl eines der erschütterndsten Werke der Moderne. Dabei ist Oertel in bestechender Simplifizierung gelungen, woran sich von Dali bis Picasso eine ganze Künstlergeneration versucht hat. Die Darstellung der Zeit, der unerbittlich verrinnenden, unwiederbringlichen Arbeitszeit, die in der Schlichtheit und Monotonie unseres täglichen Schaffens immer schneller vorbeirasen möchte und gleichsam zur unbezahlbaren Kostbarkeit wird. Reifendruck, teilweise geprüft, 2 Stunden. In strenger Linienführung und sparsamer Farbgebung führt Oertel unser subjektives Zeitgefühl ad absurdum. Radmuttern entgratet und überzahnt, 4,5 Stunden. Bremsscheiben poliert und gefettet, 3 Stunden. Oder auch Hutablage aufgeraut und auf korrekten Sitz überprüft, 7 Stunden. Der kargen, robusten Zeitsäule stellt der Künstler immer aufs Neue fragile Brechungen gegenüber. Rätselhafte Kleinteile wie Kupplungsriebel, Zündluschen und Hartgummignöbel leiten uns im spielerischen Dissens zu endlosen Zahlenkolonnen am rechten Bildrand. Oertel will anklagen und seine Mahnung trifft. Ist es doch nicht nur die Zeit, sondern auch das uns fremdartige Ausfüllen dieser Zeit mit skurrilem Tun. Wir müssen innehalten und uns Fragen stellen. Was verbirgt sich hinter stundenlangem Umwuchten und Plönieren einer Gelenkwelle oder dem Entlöten einer Manschettennippelschelle gemäß den Empfehlungen des Herstellers in 4,5 Stunden? Oertels Inspektionsrechnung hinterlässt uns einsam und ratsuchend. Seine Provokation gelingt. Dem Auftraggeber der Grafik, einem einstmals wohlhabenden Geschäftsmann aus dem Holsteinischen, brachte das Werk kein Glück. Er lebt heute verarmt im Keller einer Fischfabrik an der Westküste. Ehrfurchtsvolle Bewunderung und zufriedene Gesichter bei rund 150 Naturwissenschaftlern aus aller Welt am Ende einer Pressekonferenz im Bürgerhaus Stenkelfeld, zu der gestern Abend eine Projektgruppe des Max-Planck-Instituts eingeladen hatte. Am Anfang der Veranstaltung stand der Dank an die 64-köpfige Belegschaft des Textilunternehmens Hörmeier und Söhne, Projektleiter Prof. Dr. Erwin Pöppensieker, Mikrobiologe an der Uni Münster, bezeichnete die Teeküche der Firma geradezu als einen Glücksfall für die Wissenschaft. Die Untersuchungen konzentrieren sich zunächst
auf das Ekelgas Methan C12. Es wurde bisher in geringen Mengen bei Vulkanausbrüchen nachgewiesen, entsteht aber, wie wir jetzt wissen, in weit höherer Konzentration auch bei der Kompostierung von Kartoffelsalat. Des Weiteren scheint es den Mitarbeitern dieser Firma gelungen zu sein, in den Resten eines ca. 18 Jahre alten Brokkoli-Auflaufs den äußerst seltenen Gemüseschleimolm wieder heimisch zu machen. Oder wieder nur eine von vielen Sensationen. Wir haben in einem Obstsalat unbestimmbaren Alters Larven des blauen Bananensichlers entdeckt, einer Spezies, die selbst in ihrem Ursprungsland Uganda nicht mehr anzutreffen ist. So erfreulich die wissenschaftliche Ausbeute in der Teeküche der Firma Hörmeier und Söhne auch war, die Angestellten lebten, so Professor Dr. Pöppensieker, jahrelang in unmittelbarer Nähe einer biologischen Zeitbombe. Zu nennen wäre hier in erster Linie eine recht ansehnliche Population äußerst resistenter Pesterreger in der 130. Generation, der eine indische Reispfanne aus dem Jahre 1967 als Nährlösung diente. Und selbst für den Laien mit bloßem Auge erkennbar eine fast vollständig erhaltene gefüllte Paprikaschote, die einer Familie hochtoxischer bengalischer Moorskorpione Unterschlupf geboten hat. Rätselhaft sind uns zurzeit noch fußballgroße pinkfarbene Schimmelwälder über eine Mischung aus Quark und Kaffeeresten. Doch damit nicht genug. Die Fundstelle bietet auch Spielraum für Spekulationen aus dem Reich des Aberglaubens. Auf der Pyramide nicht abgewaschenen Geschirrs lastet der Fluch der Pharaonen. Dazu Professor Pöppensieker. In der Tat fanden sich entlang der Mittelgräte eines Maischollenskeletts aus der Gründerzeit jene winzigen gelblichen Pilzkulturen, die zuletzt bei der Öffnung des Grabes von Tutanchamun entdeckt wurden. Was die Wissenschaftler freut, treibt die Belegschaftsmitglieder von Hörmeier und Söhne jetzt auf die Barrikaden. Sie drängen auf die sofortige Wiedereröffnung ihrer Teeküche, die sich, so die Angestellten, in keiner Weise von denen in anderen Firmen unterscheide. Mit großer Spannung erwartet man hier heute Morgen im altehrwürdigen Ständesaal des Rathauses zu Stenkelfeld die traditionelle Neujahrsansprache, gehalten von Dr. Walter Bröhrmeier, dem Vorsitzenden des Kreiskulturausschusses und Leiter des Feuerwehrschlauchmuseums in Höcklage, um nur einige der zahlreichen Funktionen dieses rührigen Akademikers zu nennen, der ja auch schon seit Jahren als Vordenker eines subregionalen Fäkalienentsorgungskonzepts... Liebe Gäste... Oh, es beginnt... Lieber Herr Bürgermeister, liebe Anwesenden, ich will mich bei meiner Begrüßung kurz fassen und begrüße auch die Vertreter der Kreisfeuerwehr unter Hauptmann Hörgerin. Feuerwehrhauptmann Hörgerin, bekannt geworden durch seine strenge Zurückhaltung bei der Brandkatastrophe im Autohaus Oertel. Die Mitglieder des Sinkkreises des Landfrauenverbandes Sottrum. Über die Grenzen des Landkreises hinaus gefürchtet. Den Vorsitzenden des Gewerbevereins Heinrich Oertel. Naja. Hauptamtsleiter Nölken und Oberbaurat Pörthagen nebst Gattin. Die extra von ihren Landsitzen in Florida und den Malediven hier angereist sind, um die gegen sie gerichteten Korruptionsvorwürfe zu entkräften. Ferner den Seminarleiter der Jürgen Koppelin Bildungsstätte, Herrn Friedhelm Pötter. Mit seiner Sekretärin Frau Bölter und deren Cousine Frieda Göttemöller. Ein Dreieck, das im Stenkelfelder Anzeiger schon manches Sommerloch gestopft hat. Sowie Vertreter aus unserer Partnergemeinde Oberwiesen, allen voran Bürgermeister Unterstadler mit dem Oberkreisdirektor Grötz. Die Abordnung aus Bayern hat sich nach dem letzten Besuch im Oktober einiges vorgenommen und wartet hier mit Gummiknüppeln, Schlagringen und abgebrochenen Bierflaschen auf das Eintreffen von Bürgermeister Oelgemöller. Liebe Freunde, das vergangene Jahr hat unserem stolzen Gemeinwesen nichts weiter als Verdruss gebracht. Abgesehen von den vielen Explosionen und Bränden im Ort, die Kreisfeuerwehr hatte im vergangenen Jahr 960 Einsätze, ist Stenkelfeld ja mittlerweile durch eine unverantwortliche Medienkampagne zum Gespött einer breiten Öffentlichkeit geworden. Und das muss nun endlich mal aufhören. Wir werden in Zukunft... Da ist er ja, der Medienlümmel! Ja, was ist denn, Herr Gnöttgen? Da vorne steht der Rundfunkfritze!
der uns hier seit Monaten verarscht. Der kriegt jetzt was auf die Fresse. Ja, hier entsteht jetzt aus unerfindlichen Gründen doch einige Unruhe. Leute kommen auf mich zu. Ich geb mal schnell zurück ins Funkhaus. Und lass dich hier nie wiedersehen.